Minich und du ist ein neues Format, das ich mit dir teilen möchte, was mich als Theologin im Alltag beschäftigt. Vielleicht ist es dir auch so gegangen. Ich habe im letzten halben Jahr sehr viel Arbeit gehabt und ist dann natürlich auch immer ein Muster dazugekommen, ist noch viel obendrauf gekommen. Ich konnte aber vor der Sommerferien einiges dann noch ordnen und dann so mit einem guten Gefühl von «Ich habe es im Griff» können in die Sommerpause gehen. Alles im Griff haben, sollen, wollen, das ist doch so ein Ding, das wir in unserer Zeit von dieser Gesellschaft und überhaupt so übergestülpt bekommen. Alles im Griff haben, zu sollen oder zu wollen, hat aber auch eine trügerische Seite. Und mit der bin ich gerade konfrontiert und möchte sie darum mit dir teilen. Die Tage habe ich erfahren, dass einer von meinen besten Freunden innerhalb von 6 Wochen gestorben ist. Seltsam, wie schnell sich dieser Satz sagen lässt. Neben dem, dass ich in diesem halben Jahr keine Zeit hatte, meine Kontakte zu Freundinnen und Freunden so richtig gut zu pflegen, hatte ich auch keine Gelegenheit mehr gehabt, mich von ihm zu verabschieden. In dem Moment, alles im Griff hat zu wählen, ist äußerst in Frage gestellt. Was mir gerade wichtig ist und bewusst wird, ist, dass ich eben nicht alles im Griff habe. Dass ich auch als Theologin und als glaubende Frau nicht beschützt bin davor, in solchen Momenten vor dem Leben und seiner Endlichkeit tief berührt, einfach zu brüllen. Und es taucht auch noch die Frage auf, wie ich meine Prioritäten im nächsten halben Jahr setzen will. Es interessiert mich und nimmt mich Wunder, welche Prioritäten du setzt. Wie du mit dem Thema «Alles im Griff hat zu wollen» umgehst und welche Fragen du dir stellst. Und es würde mich freuen, wenn du sie auch teilen würdest und sie unten in die Kommentare schreiben würdest.